Damit sind die Weichen aus Sicht der Paschinger klar auf Sieg gestellt. Kurioserweise wachen nun aber die Gäste auf. Der eingewechselte Kurtisi bringt Schwung ins Angriffsspiel und den Anschlusstreffer. In der 88. Minute keimt nach diesem wunderschönen Tor noch einmal Hoffnung auf. Der gut begonnen hat in diesem Spiel, dann etwas nachgelassen. Und kein Abseits von Kurtisi. Kommt vorbei, ja, Maric. Kurtisi mit der Chance und Tor. Von wegen nachgelassen, der dreht jetzt wieder so richtig auf. Zu Beginn der zweiten Hälfte, Wiener Neustadt geht mit 1:0 in Führung. Und Maric ist natürlich in dieser Situation der Dumme. Denn da schien es zunächst so, als würde Kurtisi den Zweikampf gar nicht gewinnen, ist immer langsamer geworden, hat den Ball erst zurechtlegen müssen und dann Maric mit dieser unglücklichen Aktion trifft zwar den Ball, gerät aber selbst in Straucheln und dadurch kommt Kurtisi vorbei und schließt natürlich sehr schön ab mit dem Kulic. Kurtisi, Wolf startet, ist der schnell? Ah, da hätte Kurtisi abspielen müssen. Versuch's alleine. Oh, Tor! Ist nicht zu glauben! Stefan Blim. So ein tolles Spiel und dann so ein Tor. Und da hat Kurtisi aus meiner Sicht eigentlich das Falsche gemacht und zwar hier nicht den Pass gespielt. Höllhuber ist auch nicht richtig entschlossen genug, um Kurtisi zu attackieren und darüber müssen wir, glaube ich, keine Worte mehr großartig verlieren. Kurtisi hat dann im Übrigen noch wegen überzogenen Torjubels die gelbe Karte kassiert. Da haben wir es. Die Damen zu Hause werden sich freuen. Hagen konnte. Was macht Wiener Neustadt? Jetzt über Grünwald und Šimković. Šimković setzt sich durch gegen Pelivan. Und die Möglichkeit für Alexander Grünwald. Und da ist das Tor. Helge Bayer pariert beim ersten Versuch noch. Aber jetzt führt das Team von Helmut Kraft hier mit 1:0. Mensur Kurtisi macht das Tor gegen den Verein, bei dem er seine Karriere begonnen hat. Noch einmal die ganze Geschichte. Zunächst Šimković, der diesen Treffer einleitet und sich da gegen Pelivan draußen durchsetzt. Dann beim ersten Versuch von Grünwald pariert Bayer noch, aber dann ein herrlicher Schuss von Mensur Kurtisi. Wunderschön. Mensur Kurtisi trifft zum 3:0. Nach 22 Minuten ist diese Partie wohl tatsächlich schon mehr als vorentschieden. Und was für ein Comeback für Kurtisi, der ja zuletzt für Pandorf getroffen hat. Wir schauen uns den Treffer zunächst an. Der wunderbare Pass von Kapitän Hannes Aigner, dann umkurvt Kurtisi den Torhüter und aus Spitzenwinkel trifft er zum 3:0. Ab zum nächsten Treffer. Heute auch vielleicht aufgrund der Gesamtsituation inferior. Wir haben ja vorher die Stürmer oder die Offensive von Magna Wiener Neustadt kritisiert, dass er einfach zu der Liga kommt dann offensiv gar nichts mehr. St. Pölten kann nicht mehr zulegen, Wiener Neustadt schon. 5 Minuten Verschluss gibt's dann die endgültige Entscheidung. Der eben erst eingewechselte Mensur Kurtisi macht das ganz überlegt 3:1 in der 85. Minute. Das ist der verdiente Derby-Sieg für Wiener Neustadt. In der 86. Minute. Freistoß kurz abgespielt, Stangelpass, Kurtisi macht das überlegt, lässt sich Zeit und das 3:1, sein drittes Tor für Barndorf. Und Gradkorn muss die zweite Heimniederlage hinnehmen. 2 Minuten vor Ende, Freistoß Kurtisi. Und der Pass, Tagenau. Der Mazedonier trifft bereits zum 15. Mal in dieser Saison.
Der FC Magner schaltet schnell von Defensive auf Offensive um, versucht es immer wieder über die Seite und das zeigt nach 17 Minuten bereits Wirkung. Hereingabe von Kolusek, Aigner rutscht noch vorbei, aber Mensur Kurtisi steht goldrichtig. 1:0 für den FC Magner Wiener Neustadt. Die Führung für den Tabellenführer der ADEC ersten Liga. Auch weil Kapfenberg-Tormann Eisel immer eine Spur zu spät dran ist. Aber in dem roten Dress und nicht einmal 4 Minuten sind gespielt und Barndorf geht mit 1:0 in Führung. Gilson und eine präzise Flanke und am Fünfer Kurtisi ungedeckt, Bergkopf, das 1:0 für Barndorf. Also ein schnelles Tor und hier noch einmal ins lange Eck die Führung zum 1:0. Ersten Liga. Die Partie ist temporeicher geworden, aber auch die Fouls häufen sich. Jetzt ist es wirklich das rassige Spiel, das wir erwartet haben. Mensur Kurtisi! Sensationell! Das ist wirklich ein guter Stürmer, der noch Mazedonier Mensur Kurtisi. So viel ist von ihm in dieser Woche gesprochen worden. Er antwortet sportlich mit dem 2:0 für den SC ESV Pandorf. Und da bricht so richtig heraus aus Kurt Gaga. Ungewohnt und emotionell. Und wieder einmal ein Assist vom Brasilianer von Luis Carlos. Zum dritten Mal in dieser Saison bereitet er ein Tor vor. Der kann Fußball spielen und der auch. Mensur Kurtisi. Nicht nur ein Mann vielleicht einmal für Manfred Czak, sondern vielleicht auch einmal für die T-Mobile-Bundesliga. Gelbe Karte hat er auch noch gesehen, wegen übertriebenen Jubels. Spannend, aber nicht mehr lang. Mensur Kurtisi mit einem herrlichen Freistoßtreffer zum 2:3 in der dritten Minute der Nachspielzeit. Aus gut 22, 23 Metern über die Mauer gezirkelt ist er bei Ball genau ins Eck. Die Flugeinlage von Manfred Ratzenböck kommt umsonst. Mensur Kurtisi mit seinem 11. Saisontreffer für die Burgenländer. Das war praktisch die letzte Aktion in dieser Partie. Ja, ja, Gunther, es hat sich geändert. Mensur Kurtisi derzeit nicht zu bremsen, auch bei Standards. Merkt man, dass dieser Mann Selbstvertrauen hat. Schauen Sie mal. Toller Freistoß des Stürmers. Hubert Auer knapp dran, aber er erwischt ihn nicht. Hätte aber müssen, klarerweise. Ein haltbarer Freistoß, trotzdem gut getreten von Mensur Kurtisi und damit 4. Saisontreffer. Es bleibt spannend in dieser Partie. Da gibt es Möglichkeiten für beide Teams und noch knappe 20 Minuten zu spielen. Jetzt wieder Wolf für Wiener Neustadt. Kurtisi mit der Möglichkeit und er macht das Tor. 2:1 für Wiener Neustadt in der 73. Spielminute. Insgesamt ist das erst das 4. Bundesligator für Mensur Kurtisi und davon hat er 3 gegen die Mattersburger erzielt. Jubel natürlich beim mitgereisten Anhang. Helmut Kraft nimmt es noch gelassen. Aber es ist auch noch eine Zeit lang Fußball hier zu spielen und Diego Viana, der freut sich ebenso mit dem eingewechselten Mensur Kurtisi. Also dass Sanel Kulic heute hier nicht gespielt hat, das könnte nach dem Spiel gar keine Diskussionen verursachen, aber da muss man schon die Frage stellen, was ist da eigentlich in der Mattersburger Verteidigung los? Hat keiner einen Gegenspieler. Zunächst Wolf draußen. Neustadt führt und er hat wieder den Fotoapparat ausgepackt und geknipst. Kurtisi mit seinem 5. Saisontreffer. Ja, wieder mal so ein Blackout in der Verteidigung beim Lasker. Spielt man und spielt man. Viana kann nicht vorbei an Macho, aber hat den Blick zurück auf Kurtisi. Schön gesehen vom Brasilianer und dann ist es nur mehr Formsache, weil auch Alunderis zu spät kommt. Stellungsfehler in der Viererkette und da hilft es wieder gar nichts, dass man schön nach vorne spielt, die Chancen sich erarbeitet. Aber wenn man dann hinten wieder nicht aufpasst, dann Neustadt, der Lask ist am Verteilen von Geschenken.
Fiana darf wieder mal auflegen, Cordisi darf vollstrecken und Wiener Neustadt führt sehr leicht mit 2:0. Da schießen sie die Bälle kreuz und quer im eigenen Sechser nach hin und her. Hier schien schon alles erledigt und dann Kobleder mit dem Fehlschlag und dann wieder Fiana mit dem Auge für den Mitspieler. Große Probleme beim Lask mit den langen, hohen Bällen, die über die Viererkette hinweggehen. Und dann schlägt sein Macho ohne Chance. Er hat, glaube ich, noch gar keinen einzigen Ball abwehren müssen in dieser knappen halben Stunde, aber schon zweimal den Ball. Mensur Kurtisi, sein sechster Saisontreffer in der 28. Spielminute. Die Vorarbeit wieder von Viana, aber natürlich auch der Fehler von Kobleder da entscheidend. Ja, das geht zu einfach. Das geht über die gesamte Herbstsaison zu einfach. Eigentlich aus keiner Möglichkeit hier oder aus keinem Druck, aus keinem Zwang hier so ein